Hallo, liebe Deutschlernende. Während die Sonne hier untergeht im schönen Vietnam in Ho Chi Minh City, möchte ich mit dir gerne über eine E-Mail sprechen, die ich letztens bekommen habe und weitere E-Mails, die daraus resultierten. Ich schreibe viele E-Mails, wie die Leute, die in meinem Verteiler sind. Ja, wenn du auch in meinem Verteiler sein möchtest, dann besuche einfach meine Webseite und dort gibt es überall Formulare, wo man seine E-Mail-Adresse eingeben kann und dann bekommst du auch E-Mails. Und ich versuche meine E-Mails immer sehr freundlich zu schreiben. Ich versuche sie immer so zu schreiben, dass sie einen Mehrwert gibt, ja, dass sie nützlich sind für euch, meine Deutschlerner. Und ich möchte auch euch dazu bewegen, etwas zu ändern. Ja? Ich möchte auch euch inspirieren, etwas zu machen, zu handeln. Ja? Ich möchte euch dazu bringen, Dinge zu tun, die hilfreich für euch sind. Und deswegen schreibe ich ab und zu auch mal ein bisschen provokant. Ja? Ich schreibe ab und zu auch mal ein bisschen provokant. Ja? Ein bisschen, wie man im Englischen sagt, tough love. Ja? Also man sagt etwas, was vielleicht nicht ganz höflich ist, ja, oder vielleicht nicht ganz so nett klingt, aber man macht es, weil man den anderen dazu bringen möchte, etwas zu tun, ja, weil man den anderen auf etwas aufmerksam machen möchte. Ja, nun, und dann habe ich letztens eine E-Mail bekommen, in der stand, hey, das war eine sehr unhöfliche E-Mail. Du bist echt unhöflich und ich werde jetzt dich den Newsletter abbestellen, damit ich nicht nochmal so eine unhöfliche E-Mail bekomme. Und ich dachte mir, was? Das war unhöflich? Ich meine, okay, ich war vielleicht nicht unbedingt sehr nett. Ja? Ich habe ein bisschen tough love gegeben. Ja? Aber war sie wirklich so unhöflich? Und dann habe ich überlegt, okay, ich weiß nicht, ja, vielleicht, vielleicht nicht. Ich habe ein paar Freunde gebeten, diese E-Mail einmal anzuschauen. Und Gott, was machen die da? Es ist Feiertag hier. Und die bohren, naja. Aber ich mache übrigens solche Videos auch, damit du lernen kannst, Deutsch zu verstehen, selbst wenn die Umgebungsgeräusche nicht ideal sind, weil das eher das ist, was du erwarten kannst, wenn du nach Deutschland kommst. Ja? Du wirst auch nicht immer die perfekte Geräuschkulisse haben. Gut, genau, also ich habe ein paar Freunde gebeten, die E-Mail einmal anzuschauen und meine Freunde haben mir ein paar Tipps gegeben, wie ich die E-Mails verbessern kann. Und ich habe daraufhin die E-Mail verbessert. Und ich habe mir überlegt, ach, vielleicht entschuldige ich mich auch nochmal. Ne? Nur um sicherzustellen, dass es dass nicht noch mehr Leute diese Reaktion haben. Ne? Ich habe eine Entschuldigungs-E-Mail geschrieben. Ja? Und es war echt interessant, was zurückkam. Und da bin ich echt stolz darauf, so eine Gemeinschaft wie euch zu haben. Ja? Also ich denke, ihr seid die Besten. Ich denke, ihr seid eine der besten Gemeinschaften, die es im Internet gibt. Denn ich habe so viele E-Mails zurückbekommen von Leuten, die gesagt haben, hey Marco, ich fand die E-Mail überhaupt nicht unhöflich. Ich denke, einer hat geschrieben, Marco, ich denke, du kannst niemals unhöflich sein. Ja? Also viele haben dies auch ausgedrückt. So, Marco, du bist einer der nettesten Leute, die ich kenne.
Also du brauchst dich überhaupt nicht entschuldigen. Ja, du von allen Menschen bist überhaupt nicht unhöflich und die E-Mail war vollkommen in Ordnung. Dann dachte ich mir so, wow, okay, es ist interessant, was da zurückkommt. Eine einzige Person hat bei einer anderen E-Mail geschrieben, ach, schon wieder so eine unhöfliche E-Mail, ne? Und ich glaube, dass manche Menschen, wenn man sich entschuldigt, dann denken sie, oh, den kann ich attackieren, weil der daran interessiert ist, nett zu sein, kann ich den weiter attackieren. Ja, es ist etwas ein sehr, sehr böser Mindset, ja, dass manche Leute denken, dass wenn man sich entschuldigt, dann können sie noch mehr attackieren. Gut, aber das ist eine E-Mail beziehungsweise zwei E-Mails in den Stand, hey Marco, du bist unhöflich, und dann sehr viele E-Mails, und ich möchte mich nochmal bei euch allen bedanken, ja, mehr als ein Dutzend E-Mails habe ich zurückbekommen, ja, mehr als ein Dutzend E-Mails von Leuten, die mir sagten, hey Marco, du, ganz und gar nicht, das war alles vollkommen in Ordnung, was du geschrieben hast, und das hat mich echt, das fand ich echt toll, und das hat auch echt mein Herz erwärmt, ja, wenn ich das so ausdrücken kann, also es hat echt mir Hoffnung gegeben und auch mehr Sicherheit. Ja? Eine Sache, die ich machen möchte, ist standfester zu sein. Also ich glaube, ich habe das Problem, wie ich glaube viele, viele andere Leute auch, dass ich mich zu viel entschuldige. Ja? Also was die Leute nämlich auch gesagt haben, so Marco, du brauchst dich nicht entschuldigen. Ja? Also dass ich vielleicht versuche, zu nett zu sein, oder dass ich versuche, dass ich mehr mich verbiege, wie man im Deutschen sagt, ja, dass ich mehr mich verändere, bisschen unauthentisch bin, nur damit die Leute mich mögen. Aber der Name dieses Projekts ist ja Authentic German Learning. Ja, also es ist mein Ziel, immer sehr authentisch zu sein. Okay? Ja, das sind so meine Gedanken. Und ich schätze auch all eure Loyalität. Ja? Ich denke zum Beispiel, die Person, die mir zurückgeschrieben hat, die hat anscheinend nicht sehr viel Loyalität oder sehr viel Vertrauen. Sehr viel Vertrauen daran, dass auch wenn ich aus ihrer Sicht einmal einen Fehler mache, dass ich es wieder gut machen kann oder dass es vielleicht nur einmal war und so weiter. Ja? Das finde ich ist sehr, sehr wichtig. Ja? Diese Person war auch eine Kundin, ja, weshalb ich besonders erstaunt war und dachte, oh, die Person mochte mich genug, um eine Kundin zu sein, aber anscheinend hatte sie nicht genug Vertrauen darin, dass wenn ich einmal so auf eine Art schreibe, die ihr nicht so gefällt, dass sie dann auf einmal sagt, oh nee, jetzt ist Schluss, jetzt werde ich dich nicht mehr abonnieren und so weiter. Also das fand ich echt seltsam. Und das hatte ich schon mal erlebt. Jemand meinte zu mir, hey Marco, ich möchte einen Intensivkurs mit dir machen. Ich möchte Coaching von dir haben. Und ich möchte jeden Tag 6 Stunden mit dir sprechen. Und das 1-2 Wochen lang. Ja, also sollte echt viel Coaching von mir haben. Und ich dachte mir, wow, cool. Sehr gerne. Und wir haben angefangen mit dem Coaching. Es lief total super. Und dann, als ich ihr die erste Rechnung geschickt habe oder die erste Bezahlung haben möchte, habe ich mich vertan. Und der
der Betrag war ein bisschen höher, weil ich mich verrechnet hatte mit den Steuern. Also beziehungsweise ich habe den Preis inklusive Steuern genannt, aber habe aus Versehen exklusiv Steuern eingegeben. Ja, das heißt, der Preis war aus Versehen höher als wir vereinbart haben, ja, was ein Fehler von mir war. Und aufgrund dieses Fehlers, anstatt zu sagen, oh, das ist ein bisschen falsch, kannst du es bitte berichtigen und dann bezahle ich. Stattdessen hat sie gesagt, ich bezahle, also sie hat doch bezahlt, ja, also den richtigen Betrag. Sie hat bezahlt, aber hat gesagt, ich möchte gar nicht mehr Coaching machen, weil ich einen Fehler gemacht habe, ja. Obwohl sie am Anfang, also sie wollte 2 Wochen lang Coaching von mir und stattdessen nur 2 Tage, weil ich einen Fehler gemacht habe. Und das ist etwas, was mich verwundert an manchen Leuten, dass sie so wenig Vertrauen haben. Ja, ich meine, wenn jemand mich nicht gut kennt, wenn jemand vielleicht mich gerade erst entdeckt, na klar, dann brauchen sie, dann haben sie natürlich nur ein kleines bisschen Vertrauen. Aber wenn jemand genug Vertrauen hat, dass er sagt, okay, ich investiere mein Geld in Bildung von Marco und Coaching von Marco oder in Produkte von Marco. Und dann aber nicht das Vertrauen hat, dass wenn ich mal einen Fehler mache, dass das in Ordnung ist. Das finde ich seltsam. Das finde ich sehr seltsam. Nun gut. Ich glaube, ich musste all das mal loswerden. Und ich frage mich, was du denkst. Ich frage mich, ob du vielleicht ähnliche Situationen in deinem Leben hattest. Jetzt siehst du mich gar nicht mehr. Jetzt ist es schon sehr dunkel geworden. Ja, vielleicht hätte ich das mal woanders filmen sollen. Aber es ist jetzt, glaube ich, auch in Ordnung. Ich bin gespannt, was du so denkst. Auch was du generell über meine E-Mails denkst. Und ob du vielleicht eine ähnliche Situation hattest in deinem Leben. Okay, ich schätze dich total. Es freut mich, dass du hier bist. Und wir sehen uns morgen. Tschüss!